Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Monsterjäger und Motiverkenner, also ein meisterlicher Detektiv, fast so wie Batman. Allerdings glaube ich nicht, dass Milton tatsächlich das nächste Opfer werden würde. Das Tja, die scheint sich hier wirklich ganz gut im Sattel zu halten, ohne ihren Rock. Hier geradeaus, okay. Ja, also ich glaube nicht, dass Milton de Perrin-Perak tatsächlich das nächste Opfer wird. Ich meine, der Typ ist ritterlich, wie sonst irgendwas, und ihn zu töten. We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too? We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. Aha. Ja, das Ding ist, er ist halt ritterlich durch und durch, und ihn zu töten, nur weil er mal. To send a witcher against the beast? It's as if one sought to treat the clerk with craps. Danke, meine edle Dame. Sieht selber aus, als wenn ihr Syphilis hättet. Jedenfalls. Ja, ihn zu töten, nur weil er in dieser Ritterschar einmal war. Also wenn die sich nicht irgendwas Schweres zu Schulden kommen ließen, wovon wir nichts wissen, dann ergibt das absolut keinen Sinn. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. Mhm. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. While I nab the phoenix egg. That will be quickest. Okay. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there. Look. Aha, ein Pferd. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. Okay, gut. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Und wo finde ich sie dann? Na, egal. So, gut. Zeit, uns hier mal ein bisschen umzugucken im Glossar. Haben wir im Bestiarium irgendwas Neues erfahren hier? Über das Biest von Beauclair? Wir gucken mal. Augenzeugen heftige Angriffe haben hinterher immer Schwierigkeiten, die fraglichen Monster zu beschreiben. Viele Bestien sind flink, greifen nachts an. Ja, okay, das kennen wir schon. Gut, ein Relikt. Aha, Gluma, also Relikt. Da gucken wir mal, was die präferierte Jagdmethode von Hexern auf Glumare ist. Das Artzeichen, um ihn umzuschmeißen. Ah, ich dachte, der wäre zu schwer dafür, ne? Das war auch so, als Gerald meinte, wir müssen ihn am Boden halten. Dachte ich auch so, Art, okay, könnte ja funktionieren. Reliktöl natürlich und Samum, okay. In den Eingeweiden der Erde hausen sehr seltsame und schreckliche Kreaturen. Wenn sie jemals beschlössen, forthin an der Oberfläche zu wohnen, würden wir noch am ersten Tag der Invasion allesamt verschlungen. Ramus Wendenratz, Steiger aus Marakam. Ein Steiger ist einer, der Minenschächte erkundet, ne? Also ein Marakamer Zwerg, der in Minen arbeitet. Glumare verbringen den größten Teil ihres Lebens tief unter der Erde und pflegen mit der Oberwelt keinerlei Kontakt. Manchmal allerdings kommen sie doch nach oben und verschlingen sämtliche Menschen in Reichweite. Einige Glumare graben ihre Tunnel auch dicht unter der Oberfläche, sodass es zu Erdbeben und zum Einstürzen von Gebäuden kommt. Da Glumare blind sind, orientieren sie sich an Vibrationen und Geräuschen. Die beste Taktik im Kampf gegen solche Monster besteht folglich darin, etwas Schweres oder Lautes gegen einen Felsbrocken oder eine Wand zu werfen und dann stumm zu beten, dass die Bestie sich auf den Lärm stürzt und durch die Kollision mit dem Hindernis außer Gefecht gesetzt wird. Aha, okay. Dafür also die Samumbombe.
der Gluma des Kaisers von Nilfgaard. Gladiatorenkämpfe in riesigen Arenen sind eine beliebte Form der Unterhaltung in Nilfgaard. Üblicherweise sind die Kämpfer speziell zu diesem Zweck ausgebildete Sklaven. Manchmal lassen die Arenameister jedoch auch Menschen gegen Monster antreten. Der Gluma, gegen den Geralt auf dem Turniergelände kämpfen musste, war ein Geschenk des Kaisers an seine Verwandte, die Herzogin Anna Henrietta. Das Monster war schon jung gefangen und von nilfgaardischen Ausbildern auf seine Bestimmung vorbereitet worden. Das heißt allerdings nicht, dass sie besitzsam gewesen wäre. Im Gegenteil, ihre Wildheit war ganz und gar ungebrochen. Wie alle Kreaturen dieser Spezies war sie blind und konnte die Position ihres Gegners aber punktgenau per Echolokation bestimmen. Der Gluma hatte einen starken Panzer und nahezu undurchdringliche Haut, haben wir ja festgestellt. Außerdem konnte er sich zusammenballen und seine Feinde überrollen. Der Bauch allerdings war relativ verletzlich und nach Überrollversuchen vorübergehend exponiert. Ja, wenn er denn gegen eine Wand gerollt ist, ne? Und das hat er natürlich nicht gemacht, wenn man ihn nicht irgendwie dazu gebracht hat. Schließlich besiegte Geralt den Gluma nach langem, harten Kampf. Als die Herzogin ihn dazu aufforderte, der Bestie den letzten Streich zu versetzen, weigerte der Hexer sich jedoch, sie zu töten, nur um das Publikum zu amüsieren. Ah, das war so gut von uns. ja, gut, okay. Das also dazu. Und Charaktere, da wollte ich nochmal gucken. Anna Henrietta. Auf der Suche nach dem Biest bewies die Herzogin, dass sie die Ketten der Konvention nach Bedarf abwerfen und sich gemeinsam mit dem Hexer die Hände schmutzig machen konnte, auch wenn sie dabei zu einer gewissen Maskerade greifen musste. Was denn für eine Maskerade? Sie hat sich einfach den Rock abgerissen. Damien de la Tour. Zu den Personen, die Geralt am Hof von Beauclair kennenlernte, gehörte auch Damien de la Tour, Hauptmann der Herzogswache. Er war der Herzogin absolut und bedingungslos, gedankenlos wäre vielleicht ungerecht, doch nicht ganz abwegig, ergeben und betete den Boden an, über den sie gewandelt war. Meiner unmaßgeblichen persönlichen Meinung nach war ihr mit Haut und Haar verfallen. Aha, da ist also jemand ein bisschen eifersüchtig hier. Er benahm sich wie ein typischer Soldat, wie ein dickschädeliger Lakai, der bei Geralts Anblick nichts Wichtigeres zu tun hatte, als den Hexer zum Vergleich gewisser Körperteile zu fordern. Geralt nahm die Herausforderung gelassen an und hatte sich flugs einen weiteren Feind gemacht. Naja, ja klar, er mag uns nicht, ne? Weil wir sind natürlich Konkurrenz für ihn hier. So, und ich wollte aber gerade noch mal gucken nach Milton und auch nach Guillaume. Guillaume de Launfall. Ja, Guillaume schien ein Händchen für Schwierigkeiten zu haben. Als Geralt ihn ein zweites Mal traf, musste er ihn vor einem wütenden Gluma retten, welcher ihn in einer Arena voller Zuschauer zerfleischen wollte. Verwundet, aber dankbar bat Guillaume den Hexer um ein Gespräch in einer wichtigen Angelegenheit. Ja, worum könnte es dabei nur gehen? Auf jeden Fall, dieses Schlagen des Schwertes an seinen Schild, das hat ihn den Gluma überhaupt erst dazu gebracht, ihn überrollen zu können. Das war nicht ganz so clever von ihnen. So, wir gucken mal, ob er sich irgendwas hier nach zu Schulden hat kommen lassen. Milton de Perrin war ein Baron aus Toussaint und gehörte zu Anna Henriettas innerem Kreis von Rittern. Der gutmütige Adlige verschmähte kein Bankett und keinen Kampf gegen noch so schwer bewaffnete Banditen. Also Feigheit kann man ihm nicht vorwerfen. Ne? Geralt war Milton schon vor Jahren begegnet, und zwar unter Umständen, die so bizarr waren, dass sie ihre eigene ausführliche Erzählung verdienen. Nun kreuzen sich ihre Wege erneut. Der Milton kam als Gesandter der Herzogin zum Hexer, um ihn nach Toussaint zu bitten. Ja, also Feigheit hier überhaupt nicht raus und aus seinem bisherigen Verhalten auch nicht irgendwie abzuleiten. Deswegen weiß ich nicht, wie hier alle drauf kommen, dass ja, derjenige welche ist. Ja, Entschuldigung. So, wir holen uns mal zuerst das Pferdehorn, denke ich. Und dazu werden wir in... abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine kleine Karte. Ich will es mitnehmen. Ja, wie viel Lafette, genau. So, eigentlich wollte ich... Oh, wow, das Ding haut aber rein. Eigentlich wollte ich auch nur den Zettel daneben mitnehmen. Mann! Nein. Ja, es ist schon okay. So, also jetzt müssen wir mal irgendwie anders angehen hier.
I do encourage you to try. Schiffer, just looking at him. Werbezettel für SS. Lesen wir auch mal. Es ist ein köstlich edler Tropfen aus den weltberühmten Kellern des Castel Ravello. Sein intensiv rauchiger Akzent wird dich überraschen. Die jahrelange Reife in Fässern aus Buccleereiche bringt seinen Geschmack voll zur Geltung, wie Herzog Raymond oder Raymond, keine Ahnung, höchst selbst bemerkte. Okay. Ah, die Besitzurkunde für Corvo Bianco. Mal wir, Anna Henriette, Herzogin von Toussaint, von der Göttergnaden übertragen Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen. Hiermit die Ländereien des Weinguts Corvo Bianco mit allen darauf befindlichen Gegenständen und allem Vieh. Außerdem wird Gerald von Riva zum Besitzer des Weinguts ernannt und verpflichtet sich zu dessen Erhalt und Pflege. Ja, schöne Scheiße. Möge er das Weingut in einen produktiven und schönen Ort verwandeln und sich an der Ernte des Landes bereichern, zu seinem eigenen Ruhm und zum Ruhme Toussaints. Hiermit sei kundgetan, dass in unserem wunderbaren Reich Taten und Schönheit nicht unbelohnt bleiben und das Land nicht brach liegen soll, denn sowohl Taten als auch das Land sind dazu da, wunderbare Früchte zu tragen. Die allergnädigste Herzogin Anna Henrietta. Ja, die allergnädigste. Ich freue mich ja so. Wir haben unser eigenes Weingut am Hals. Nicht, dass das eine verfallene Ruine wäre, aber... Richtig. So, hier lauter Adlige. Was gibt's denn hier drüben? Aha. Werbezettel für roten Vermentino. Roter Vermentino, ein trockener Rotwein aus Vermentino im Einklang mit jahrhundertealten Traditionen. Sein kräftiger Geschmack mit einem Hauch von Pfeffer passt besonders zu Wild und Käse. Viele Jahre lang schmückte der Vermentino den Tisch seiner Exzellenz von Hin, sowie die Tafeln der Monarchin von Ketwin. Da weiß nicht, kennt man sich in Ketwin mit Wein aus? Und warum gibt es hier kein Probegläschen? Was ist da los, Junge? Da gibt's doch mal einen Schluck. Mann. Ja. Ja, nee, hätte ich gerne. Fällt aber gerade aus, wie es aussieht. So, wir müssen hier nach rechts hoch. Und dieses kleine Einhorn da oben. Einhörner mögen angeblich Musik. Wisst ihr, was sie noch mehr mögen? Hexerzeichen. Perhaps an apple will work. Or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. No. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey, folks. Gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Geralt einfach so. Hey, Leute. Spaß vorbei. Not Axi. Boah, Sicht Geralt. Es war so klar. Junge, Junge, Junge. Finde ein Leckerchen für das Einhorn. Mann, ich wollte Axi benutzen. Es geht viel schneller. So, was haben wir denn hier? Blumen. Nazerblüten. Nee, ungeeignet. Pirat. Hm. Was haben wir denn hier drüben Leckeres? Verbena. Jo. Ah. Vielleicht ein bisschen... Maybe Unicorn will too. Karotten. Nehmen die Karotten zum Einhorn. Restgegenstände, ja, okay. This is an outrage. An outrage, I tell you. Richtig. Bread either, except if it's stale. Rillettes vom Schwein. Und guck mal, hier drüben gibt's noch irgendwie. Eine Ahnung, ein Bild. Was gibt's denn hier drüben noch? Ich würde mir das ja auch gerne angucken. Ich meine, Karotten sind super, ja. Think unicorns, rainbows, little girl, sweets maybe. Scandalous. Cold games not likely to tempt a unicorn. Wahrscheinlich nicht. Äpfelchen. Aber wahrscheinlich eher. Crispy apple. Should like that like any other damn horse.
So, jetzt müssen wir noch rausfinden, was das Einhorn mag. Hallöchen. So ganz alleine hier? Guards, stop him, grab him! Yes, call the guards! Naja, ruf doch die Wachen. Ist mir egal. So, ich kann damit nicht schnell laufen mit dem Zeug. Was natürlich ein bisschen blöd ist. So, wir versuchen das tatsächlich mal zuerst mit dem Apfel. Entdecken wir unterwegs noch irgendwas Leckeres? Ich denke nicht. Ich glaube, wir haben alles Leckere hier abgegrast. So, wie weit ist denn dieses Einhorn gerannt? Aha, bis da runter. So, wir legen den Apfel mal kurz weg. So, dann können wir hier unten, hier oben meine ich natürlich, auch nochmal uns kurz umsehen. Ob wir nicht doch was übersehen haben. Nope. Alles gut. Okay. Ja, ein Äpfelchen. Easy. So, Hinweis vom Horn des Einhorns. Ja, wir reiten ja auf dem Einhorn lang. Natürlich. So, dann schauen wir mal. Wir müssen da runter, glaube ich, ne? Zum Wasser. Auch wenn Plötzchen-Navi sagt, oder Einhorn-Navi in dem Fall. Wir sollen hier oben lang. Entschuldigung. Was gibt's denn da oben für einen tollen, da will ich mal kurz hoch. Hier gibt's irgend so einen tollen Pavillon oder sowas. Flames do him no harm. Nonsense. And tasteless to boot. Es ist flows in the veins of Tussaud. Impresario und ein Feuerschlucker. Okay, mit dem können wir noch nichts anfangen. Na gut, dann komme ich später wieder. Pferd. Einhorn. Ah, verdammt, ist weg. Können wir das eigentlich herrufen? Nee, können wir nicht. Ach, unser Einhorn ist weggerannt. Verdammt. Ach, der Dumm ist es doch, oder? Bist du unser Einhorn? Ja, du bist unser Einhorn. Verfressenes Vieh. Genauso verfressen wie Plötze. So langsam bekomme ich den Eindruck, dass alle Pferde so verfressen sind. Deckt sich das mit eurer Erfahrung, Jungs und Mädels da draußen? Sind Pferde so verfressen? Wie Hunde und Katzen? Ach man, geh doch einfach hier rechts lang und dann ist alles cool. Na dann, gehen wir doch mal nachgucken. Finde den goldenen Fisch mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja. Ich habe einen Fisch. Noch einen Fisch. So. Aha, so sehen die also aus. Na dann. Did someone just dive in the water? Perhaps yep. That's the way to do it. Sure, if you're a peasant. Ich verbitte mir doch sowas. So, du bist nicht golden, oder? So, du bist auch nicht golden, aber die haben da immerhin Naschwerk drin. Das finde ich gut. Ja, ist eigentlich egal, ob man den goldenen Fisch erwischt oder einen anderen. Man gewinnt ja immer. Da drüben war auch noch einer. So, gleich nochmal nachher. Der hier ist golden. Die Liebesbucht. Ups. Hey, wait. Stop. It's important. Ja, verdammt. King Cormorant, Sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets.
As the moon is heavenly course doth trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. Ah, ist gerade scheiße. A key. Na super, wo passt der? Triff dich mit der Herzogin, um die Hinweise zusammenzutragen und herauszufinden, wo Milton sich verbirgt. Ja, wir machen uns hier gerade keine Freunde. Können wir mit dem Komoran-König nicht reden? Ne, wir kommen da irgendwie nicht, ne? Ist, na gut. So, dann schauen wir mal gerade ins Inventar. Zu den Questgegenständen. So, also, wir haben diesen tollen und diesen Hinweis. Aber wir können das lesen. Die Maus sieht anfangs wie Hartkäse aus. Gibt es im Englischen mehr Sinn? Ich hoffe schon. So, Boot? Ja, klar, Boot, ne? Nicht Boot. Okay. Dann hüpfen wir ganz unelegant ins Wasser. Dann schwimmen wir darüber. Eide ist geboten. Es ist beinahe Mitternacht. Und wir alle wissen ja, Monster mit dem Hang zum dramatischen Schlagen um Mitternacht zu. Hundertprozentig. Die Liebesbucht hier. Schön. Work doth one ennoble. Sloth doth one gratify. The light is positive. So, okay. Hast du unser Einhorn? Auf dem wollen wir da natürlich schon standesgemäß einreiten. Ja. Bleibst du auf dem Weg? Du bleibst nicht auf dem Weg. Okay, gut. Bleib nicht auf dem Weg. Ist in Ordnung. Wir brauchen keine Wege, Einhörnchen. Sollte ich das Einhorn eigentlich auch Pferdchen nennen? Wäre das nicht nur gerecht? Oder sollte ich, da ich ja weiß, dass nur ein Pferd ist, es Einhörnchen nennen? Ein Pferd, das als Einhorn verkleidet ist. Im Gegensatz zu dem Einhorn, das als Pferd verkleidet war. Ha! Na gut, verkleidet hat es sich gar nicht. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Man, entschädige die gute Frau dafür und dann ist gut. Geralt, at last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse with a head of hard cheese. Ja, was? Das Ei in der Mitte? Dann folgt die Maus, wenn man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Was soll denn das Ei in der Mitte sein? Wenn man zuerst einen Hut und die Maus sieht aus wie Hartkäse, also hat man ihr einen Hartkäsehut mitgegeben. What? Speisekammer? Mice and cheese. Palace pantry maybe? No. The hare is obliged to hide here in the gardens. Look. Okay. If we take Rome, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Then mouse, but starting with what heads hard cheese. Why, it's greenhouse. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is, then. Let's go. Na, super. Wie hätte ich denn von Maus auf und Ei in der Mitte auf Treibhaus kommen sollen? Egal. Wait here. Wir haben uns also nicht geirrt. Blöderweise. Oh.
kriegen wir. What was that? Ah, okay, vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Gut gemacht, Geralt. Will. Aha. Oberdorf. Oder Oberstadt. I'm here. This belonged to you, maybe? It did. But you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Unschuldige? Ah, keine Ahnung. Plenty. Even more of the guilty, though. You're next. I think not. You see, I've something to do still. More murders? Nur einer. Just one. Not counting yours. Na super, ich freue mich. So, was benutzen wir denn? Ein Irden. Auf jeden Fall hätte ich hier gerne den Mondstaub. Scheiße. Ja, da hat's mich voll weggehauen. Na super. You were to stay where you were. Regenerate! I know you're in trouble. I can help. I'll help myself! No, he's my friend. Ouch. Yes, Geralt, it's me. Regis? You alright? Cool. All's well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Ja, und da ging es darum, bei dieser Expedition um Ciri aus den Händen eines gewissen Magiers zu befreien, der furchtbare Experimente mit ihr durchgeführt hat. Dabei wurde er tatsächlich einfach eingeschmolzen durch den Zauber. Und wie zum Kuckuck hat er es geschafft. Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help. From the one you hunt. Him? How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now,
However, we must deal with the reason that brought us both here. Okay. So you being here, it's no coincidence? Your powers of deduction seem to have waned not one bit. I'm happy. I came here for Detlaf. I fear he's become entangled, landed himself in serious trouble. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Detlaf is, how would you humans put it, more bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here, at least three others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Detlaf is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. Okay, tja, wie kann er sich da so sicher sein? Ich vermute, er kennt ihn. Aber welche handfesten Gründe hat er denn dafür? So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? Nine. That was three centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Okay, nett von ihm. Ja, warum hat Detlaf das Monster erledigt? Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once, in the street, had offered Detlaf an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent, one they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlaf's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Deswegen war er auch so sauer, wegen der Bruchsa, ne? Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlaf doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, inventing his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Okay. Gut, sehr beruhigend. Wir haben einen höheren Vampir auf unserer Seite, einen sehr lieben, uns lieben höheren Vampir, Regis. Und jagen aber natürlich auch einen sehr mächtigen höheren Vampir, der derzeit auch mächtiger als Regis zu sein scheint, weil Regis eben noch nicht wieder vollständig regeneriert ist. Ist egal. Gotta find him, before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days.
Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all? Sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Normalerweise verwandelt Regis sich in eine Fledermaus. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Tja, im Treibhaus, da sollten wir uns mal lieber umsehen. Auf der Spur. Lakage Ofu. Was, der Käfig der Verrückten? Ja. Na gut. So richtig gut geht's uns nicht. So, Quests. Da haben wir ja gerade mal ein bisschen was abgeschlossen hier. Da müssen wir mal gerade gucken. Das Biest von Toussaint zum Beispiel. Aber ich denke, ich werde in der nächsten Folge vorlesen, ne? Denn heute ist die Folge schon ziemlich lang. Also das werde ich hier alles in der nächsten Folge vorlesen, auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns auch die Charaktere an und so weiter und so fort. Für heute bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.